New Mirage, die Produktionsfirma von Joe D'Amato, präsentiert das Duell der beiden Kotzgiganten. Linda Blair, die dafür berühmt wurde, Erbsensuppe durch die Gegend zu spucken, und David Hasselhoff, der dadurch berühmt wurde, Hamburger durch die Gegend zu spucken, in dem großartigen Meisterwerk. Nein, ich habe nicht einfach nur einen schwarzen Balken über den Originaltitel gelegt und meinen Alternativtitel drüber gekriegelt: Witchcraft! Evil Encounters. Und ich frage mich bei der Credit-Sequenz generell, ist es auch ein Zufall, dass die beiden Namen Champagne und Cumming direkt nebeneinander stehen? Oder wieso steht dann da Produced by Production Group? Es steht ja auch nicht Directed by Director oder Starring Actors. Wobei, gut, über das Letzte könnten wir sowieso ein bisschen streiten. Der Film beginnt dann letztendlich damit, dass eine schwangere Frau vor irgendeinem Mob davonläuft. Es ist die langsamste Verfolgungsjagd aller Zeiten, aber zumindest geht der Film so rasant los wie Nailgun Massacre. Trotzdem, was ich mich nur ein bisschen wundere, ist, wenn eine schwangere Frau, die vor einer wütenden Meute davonlaufen kann, wenn ohne jetzt wirklich persönliche Erfahrungen damit zu haben, glaube ich, dass Schwangerschaft die Laufgeschwindigkeit nicht ganz wirklich positiv beeinträchtigt, sodass ich es ein bisschen überraschend finde, dass sie dann davonkommt, sich letztendlich in ein Haus und in den ersten Stock flüchten kann und dort alle Türen natürlich verschlossen vorfindet, obwohl, wenn man genau hinschaut, ich mir einbilde, dass bei mindestens der Hälfte der Türen irgendwelche Schlüssel in den Schlössern stecken. Könnte man auch verwenden. Sie läuft weiter, da steht dann vor ihr das große Fenster. Sie läuft durch das Fenster und fällt runter, wie am Ende der Anfangssequenz von Prom Night. Und gerade als wir uns fragen können, was geht, ist es nur eine Traumsequenz von Linda Blair. Und wir wissen, jeder großartige Film startet mit irgendeiner unnötigen Traumsequenz. Und die Realität ist im Endeffekt aber nur mäßig spannender, weil die nächste Szene ist dann, dass Leslie, eine der Hauptdarstellerinnen, durch eben diesen Gang mit diesen Türen und den eindeutig zu erkennenden Schlüsseln geht, langsam zu diesem zerbrochenen Fenster geht, das aus irgendeinem Grund, obwohl das vorher nur ein Traum war, auch in der Wirklichkeit zerbrochen ist, und plötzlich steht dann der Hoff hinter ihr, David Hasselhoff. Sie dreht sich um, ist ganz überrascht, er meint, hey, wen hattest du erwartet, das Phantom der Oper? Keine Ahnung, was Robert Englund damit zu tun hat, aber sie hat sich sicher keinen Bademeister im Columbo-Gedächtnismantel erwartet. Wir schalten dann um zu Hildegard Knef, die quasi eine Special Appearance als die Lady in Black, als die Frau in Schwarz in dem Film hat, die übrigens die Macht hat, irgendwelche Stahlträger von einer Baustelle abstürzen zu lassen, aber nicht die Macht, jemanden zu finden, der Make-up so aufträgt, dass man dabei nicht aussieht wie ein gegrillter Clownfisch. Fünf Männer von der Baustelle stürmen nach draußen, um die Frau, der dieser Stahlträger vor die Füße gefallen ist, zu fragen, ob sie ihr irgendwie helfen können. Sie meinten, nein. Und die Leute gehen einfach relativ gelassen wieder weg. Schock! Was ist das? Leslie und Hoff sind übrigens in dem Film ein Pärchen. Das seltsamste Pärchen aller Zeiten, weil sie haben im ersten Akt des Films eigentlich nur ein Thema, weil sie erzählt, dass sie noch Jungfrau ist und er meint, dass das komplett unnatürlich ist. Selbstverständlich, weil jeder Mensch von Natur aus natürlich so geboren wird, ist das komplett unnatürlich. Macht Sinn, Hoff, macht Sinn. Aber ich muss auch zugeben, irgendwie ist die Jagd nach der Jungfräulichkeit seiner Freundin auch für einige Zeit die einzige definierende Charakteristik von seinem Charakter. In der nächsten Szene steht Leslie aus irgendeinem Grund wieder vor diesem zerbrochenen Fenster. Und ich frage mich dann langsam, wohnen die beiden in diesem Haus? Weil wenn ja, hätte man das Fenster dann nicht irgendwie reparieren können? Und warum ist bis jetzt in der ersten Sequenz des Films die einzige Abwechslung, die wir haben, Dialoge über Sex und Jungfräulichkeit und unnötige Gastauftritte von Hildegard Knef? Aber wir haben dann eine weitere Familie, die übrigens auf dem Weg zu diesem Haus offensichtlich ist. Der Junge trifft ein Mädchen im Rollstuhl und sie meint zu ihm, du sollst dort nicht hingehen. Meine Mami hat mir erzählt, dass dort eine Hexe drinnen wohnt. Emotionen! Wozu braucht man das? Und der Hoff macht dann irgendwie Fotos von diesem zerbrochenen Fenster und von irgendwelchen strangen Lichterscheinungen. Hexen, ja klar. Und
Die Familie, zu der übrigens auch dieser Junge gehört, kauft dieses Haus. Hoff und Leslie verstecken sich in irgendeinem Zimmer, aber blöderweise haben sie eine heiße Herdplatte im Haus hinterlassen, sodass die anderen irgendwann einmal draufkommen, dass jemand vor kurzem da war, was aber scheinbar dann doch nicht wirklich eine große Tragödie ist, keine Ahnung. Wir erfahren in der Zwischenzeit die Backstory, dass Knef eine Schauspielerin war, die sich zurückgezogen und in das Haus verliebt hat, aber wieso sie jetzt als dunkelmanteliges Swarovski-Model durch die Gegend läuft, ist nach wie vor unbekannt. Aber nur um euch einmal zu demonstrieren, wie nahtlos die Übergänge in diesem Film sind und vor allem wie toll die Szenen montiert wurden. Hier die Beschreibung von einer Originalszene aus Witchcraft. Wir sehen in der ersten Aufnahme einen Bootstypen mit irgendwelchen, was weiß ich, Mayonnaiseflecken auf der Jacke. Der trinkt. Zweite. Knef taucht auf dieser Flasche auf, dazu wird natürlich von der Flasche ein Standbild verwendet und sie einfach drauf projiziert. Dritte Aufnahme, Knef steht neben ihm. Vierte Aufnahme, der Kristall leuchtet. Fünfte Aufnahme, sie steht wieder neben ihm. Es gibt plötzlich Licht im Bild. Er macht diese hier und die Szene ist zu Ende. Heißt das jetzt, dass er tot ist oder geblendet oder war das irgendwie ein früher Trailer für Twilight? Wollte sie ihn einfach nur in die Flucht jagen? Ich weiß es nicht. Wir sehen danach eine Badewanne mit irgendeinem grauslichen schwarzen Wasser drinnen. Linda Blair fallen ihre Medikamente rein, sie will sie rausholen. Sie lässt aber natürlich das Wasser nicht ab, sondern greift direkt hinein. Doppelbäh. Und sie wird aber dann in einem roten Strudel in die Wanne hineingezogen, dreifach, hä? Und hat dann eine Vision, weil Knefs Hexenkolleginnen scheinbar Joe D'Amatos Man-Eater nachspielen und danach ist die Szene übrigens einfach aus und Blair ist bewusstlos. Irgendwelche fötenfressenden Hexen werden einfach dem Zuschauer hingeworfen, ohne Erklärung und dann auch ohne Erklärung wieder abserviert. Macht Sinn, macht Sinn. Unsere Crew ist nach dieser ganzen Sache aber dann doch ein kleines bisschen verunsichert. Sie wollen abhauen, aber blöderweise ist das Boot verschwunden. Ein paar Minuten später sucht Linda Blair ihre Pillen, weil sie offensichtlich ganz vergessen hat, dass sie die in der Wanne verloren hat. Deswegen geht der kleine Junge nach oben. Die Pillen sind natürlich nicht in der Wanne, wo wir deutlich gesehen haben, dass sie reingefallen sind, sondern Knef kann sie ihm einfach geben. Und der Junge erzählt übrigens den anderen schon relativ oft von seinen Begegnungen mit der Frau im Schwarz. Und ich finde, sie ist ihm bereits oft genug erschienen, um zumindest irgendeine Probeuntersuchung beim Psychiater zu rechtfertigen. Die unsympathische alte Mutterperson erleidet dann in dem Film den seltsamsten Tod aller Zeiten. Ich würde euch gerne diese Szene näher beschreiben, aber irgendwie kann ich es nicht, weil sie schaut irgendwo rein, dann sieht man, wie sie einen Schacht herunterschreit und ihre Hände irgendwie immer älter ausschauen, dann geht eine Tresortür zu, ihre Füße sind immer mehr in der Luft, irgendwann einmal fällt dann ein Schuh nach unten und sie ist im roten Tunnel. Logisch, oder? Aber im Gegensatz zu Linda Blair können wir hier nur hoffen, dass sie vielleicht doch nicht wiederkommt. Und plötzlich in der nächsten Szene, obwohl er weder eingesteckt ist, noch ein Film eingelegt ist, beginnt der Projektor plötzlich Hildegard Knefs Film zu spielen, weil sie ja vorher schon als Schauspielerin präsentiert wurde und wir erfahren, dass scheinbar die Eröffnungsszene, die wir gesehen haben am Anfang des Films, ein Teil von diesem Film ist und bekommen die Backstory, dass es auf dieser Insel relativ viele Hexenverbrennungen gab und sich die Hexen ganz offensichtlich rächen wollen, wie wir also erfahren, die innovativste Story aller Zeiten. In der Hexenhölle übrigens lässt Hildegard Knef ihre Hexenfreunde nicht nur für comichafte Nahaufnahmen posieren. Ganz ehrlich, es gibt 5 aneinandergereihte Nahaufnahmen, wo irgendwelche Hexen dann so oder so oder so oder so drauf sind. Irgendwie dieses klassische Mugging, was man normal in irgendwelchen schlechten Komödien sieht, während sie in einer unendlich langen Szene der alten Frau den Mund zunähen. Cool, zumindest gehen bei dem Film offensichtlich meine Wünsche in Erfüllung. Und dem Rest der Gruppe ist kalt, deswegen wollen sie dann in der nächsten Szene den Kamin einheizen. Sie nehmen ganz dünne, lackierte Holzteile von einem Stuhl und eine Zeitung.
brennt sicher extrem gut und vor allem lang und vor allem sehr, sehr ungiftig. Aber egal, wir bekommen dann mit, dass die Mutter kopfüber in diesem Kamin aufgehängt wurde, mit zugenähtem Mund und ihr die Brille über dem Kopf hängt. Und selbstverständlich kann sie sich auf keine Art und Weise bemerkbar machen, dass sie da drinnen hängt. Sie kann zum Beispiel nicht einfach den Kopf schütteln, dass die Brille nach unten fällt und plötzlich im Holz liegt, was wahrscheinlich dann die Leute verwundern würde. Und natürlich... Allein das würde schon reichen. Natürlich kann sie mit zugenähtem Mund nicht sprechen oder schreien oder sonst irgendwas, aber sie kann zumindest irgendwelche Geräusche von sich geben und die anderen dadurch auf sich aufmerksam machen. Weil ich muss ehrlich gesagt zugeben, in Saw 4 hat sich der Kerl wegen weniger den zugenähten Mund aufgerissen. Vor allem, wenn jetzt dann dieses Kaminfeuer angemacht wird und es natürlich sofort gleich brennt, und sie in 2 Minuten in diesen Mikrowellen-Schmorbraten aus When Alice Broke the Mirror verwandelt und sie natürlich diese ultimative Verbrennung ertragen kann, ohne irgendwelche Geräusche von sich zu geben oder sonst irgendwas, abgesehen davon, dass natürlich niemanden in diesem Raum der etwas komische Geruch auffällt und... Egal, lassen wir das. In der nächsten Szene haben wir dann nämlich einen Kommentar wegen einem etwas komischen Geruch. Aber Knef kündigt mittlerweile dann das 2. Tor der Hölle an. Was wir vorher gesehen haben, das war das 1. Tor der Hölle, Gier. Und jetzt kommt das 2. Tor der Hölle, Fleischeslust. Ich warte schon auf das 4. Tor der Hölle, Produktion von unsäglich langweiligen Horrorfilmen. Sie... spricht von einer brennenden Flamme und als direkte Reaktion darauf gehen alle Kerzen aus. Die haben das offensichtlich irgendwie falsch verstanden mit der brennenden Flamme. Es kommt wieder ein roter Tunnel und dieses Liebespärchen, was sich in den letzten 5 Minuten relativ intensiv miteinander vergnügt hat, wird hineingesaugt. Und während dieser Aufnahme, während dieser dritten eigentlich roten Tunnelsequenz, achtet bitte ganz, ganz besonders auf sein Gesicht. Seine Mimik in dieser Szene, in dieser Aufnahme ist einfach nur fantastisch und ich würde diese ganze Aufnahme extrem gern ohne diesen roten Tunnelfilter sehen, das muss wirklich extrem lustig sein. Sie stirbt dann in dieser Hexenhöllenvision durch exzessives an den Stuhl gefesselt werden, huhuhuhu. Er wird ans Kreuz genagelt und... Hoff wird daraufhin dann von einem anderen Typen ganz locker, ganz entspannt in einen anderen Raum geführt, wo wir dann eben... das Mädel aus der Szene sehen, die an der Wand aufgehängt wurde und einen Schwertfisch durch den Hals hat. Scheinbar hat der Film selbst wieder vergessen, wie er sie in der letzten Szene umgebracht hat und hat außerdem vergessen, dass die menschliche Reaktion von irgendwelchen Immobilienleuten, die mit einer Leiche konfrontiert werden, vielleicht etwas anderes ablaufen würde als... Hey du, da in dem Raum ist eine Leiche. Also echt? Warte, lass mich nachschauen. Ah ja, stimmt, das ist wirklich eine Leiche. Ha... Na, ist schade eigentlich. Also, irgendwas ist da ein kleines bisschen unglaubwürdig. Wir sehen übrigens in einem der nächsten Momente die vielleicht ungemütlichste Szene des ganzen Films. Linda Blairs nächsten Albtraum, irgendeine Art Hexenvergewaltigung, wo die einzige Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist, wie unnötig man so eine Szene in die Länge ziehen kann. Und Knef hat offensichtlich The Hills Have Eyes gesehen, weil der Kerl aus der vorletzten Visionsszene, der aufs Kreuz genagelt wurde, hängt jetzt draußen vor dem Haus, umgekehrt, wieder kopfüber auf dem Kreuz, über dem Scheiterhaufen und wird verbrannt. Ganz, ganz klar, wie einfach und leicht man das aufbauen konnte, ohne dass das irgendjemand bemerkt hat. Und natürlich auch ganz, ganz besonders toll, dass die Leute nur dabei zuschauen, wie der verbrennt, ohne dass einer auch nur ansatzweise auf die Idee kommt. Man könnte zumindest nach draußen laufen und schauen, ob man ihm irgendwie helfen kann. Scheinbar hat Hildegard Knef in dem Film auch die Hilfe vom Collector in Anspruch genommen. Der ist ja immerhin Experte im relativ komplexe Fallen in relativ kurzer Zeit wieder aufzubauen. Es erzählen sich der Hoff und Linda Blair in der nächsten Szene dann von den Morden. Alle reagieren ziemlich gelassen drüber. Düdeldü, ja. Wir erzählen von den Leuten, mit denen wir dort auf die Insel gekommen sind, die mittlerweile alle tot sind, von irgendwelchen satanischen Ritualen. Erzählen das natürlich dann, wenn der kleine 8-Jährige direkt neben uns sitzt, aber offensichtlich stört das auch ihn nicht wirklich. Jetzt
fällt übrigens zum ersten Mal irgendjemandem auf, dass die Mutter fehlt. Es fällt zufälligerweise genau in derselben Szene Schmuck aus dem Kamin. Und gerade als sie in diesen Kamin schauen wollen, fällt die verkohlte, aber immer noch grauslich saftende Leiche nach unten. Wie perfekt konnte diese Montage doch geplant werden, dass die Leiche und der Schmuck genau zu dem Zeitpunkt nach unten fällt, wo es unseren Charakteren sowieso schon irgendwie aufgefallen wäre. Na egal, es gibt aber in dem Film wirklich einen gut gemachten Schnitt, eine cool gemachte Szene. The Hoff kommt nämlich mittlerweile auf die glorreiche Idee, hey, wir haben eine Signalpistole, wir könnten einen Schuss aus ihr abfeuern. Macht das und nachdem er die Signalrakete in die Luft befördert hat, sehen wir einen Schnitt und es explodieren einige Autos, wo man sich denkt, Hoff, kannst du nicht besser zielen? Michael Knight, echt? Aber wir erfahren dann, dass diese Explosionen nur im Fernseher waren und sich dieses Mädchen, mit dem Tommy vorher gesprochen hat, die emotionslos gemeint hat, da wohnen die Hecke drin. Diese Rakete sieht, sie versucht ihrem Vater irgendwie davon zu erzählen. Der meint, na, interessiert niemanden, geh schlafen. Das Mädchen ist übrigens im Rollstuhl. Und ihr Vater meint zu ihm, geh ins Bett. Natürlich ist er der netteste Vater aller Zeiten, der dabei nicht einmal im Ansatz hilft oder sonst irgendwas. In der Zwischenzeit hört sich unsere Gruppe eine Kassette an, die der Junge irgendwann einmal während einer Begegnung mit der Frau in Schwarz aufgenommen hat. Linda Blair meint, ah, ich verstehe was, das könnte Deutsch sein. Und dann startet lateinischer Text. Deutsch und Latein sind ja grundsätzlich so leicht zu verwechseln, aber unsere Gruppe geht übrigens nach wie vor relativ locker mit dieser ganzen Situation um. Vor allem Linda Blairs Dämonenvergewaltigung wird überhaupt nicht mehr angesprochen. Vor allem nachdem sie am nächsten Tag dann aufwacht und irgendwo noch Schürfwunden am Oberschenkel hat und man doch irgendwie sich denken könnte, dass das etwas ist, was man dann etwas anderen Leuten erzählen könnte und dann vielleicht nicht reagiert. Verletzung. Sondern vielleicht mehr in die Richtung, eine Reaktion, die ich in dem Film ehrlich gesagt wesentlich öfter hätte, als sie letztendlich passiert. Mr. Brooks wird jetzt übrigens mit einer Voodoo-Puppe gekillt und wenn ihm dann das Blut aus dem Hals zu spritzen beginnt, ist das wie Lucio Fulcis Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies, gepaart mit der Blutfarbe als aus Evil Dead. Also wir haben wahnsinnig viel, wahnsinnig unechtes Blut. Diesmal gibt sogar ansatzweise Reaktionen von den anderen Leuten, aber die Verarbeitung des Todes passiert wieder mal für Leute, die eigentlich nur wohin gefahren sind, um ein Haus zu kaufen. Wahnsinnig schnell. Und ich könnte mich zwischendurch auch fragen, wieso sogar die Voodoo-Puppe blutet. Es kommt dann durch das Abschießen der Signalrakete, weil das Mädchen zum Glück so nett war und so gescheit war und zumindest bei der Polizei angerufen hat, ein Hubschrauber, aber die Hexe sorgt dafür, dass alle Türen und Fenster verschlossen werden. Sie dreht das Licht im Haus ab, dass sich unsere Crew eben nicht bemerkbar machen will. Der Helikopter will wieder umdrehen, weil sie eben nicht sehen. The Hoff holt sogar irgendeinen Kamerablitz, der natürlich genau im falschen Moment wieder ausfällt. Und der Helikopter fliegt nach einer relativ langen Szene wieder weg. Und sobald er weg ist, gehen dann auch Türen und Fenster wieder auf. Muss ich zugeben, die Szene ist relativ spannend und relativ gut gemacht. Einfach, weil man doch ein bisschen mitfiebert mit den Charakteren und doch hofft, dass sie sich letztendlich bemerkbar machen können. Vor allem, weil das für uns bedeuten würde, dass der Film dann langsam zu einem Ende kommt. Der Junge sieht wieder die Frau in Schwarz, macht sich dann auf den Weg zu ihr. In der Zwischenzeit übrigens ist dieses Fenster im Gang, was wir vorher schon dreimal gesehen haben, nicht mehr kaputt. Scheinbar hat der Collector, während er den Scheiterhaufen aufgebaut hat, auch gleich noch das Fenster mit repariert. Knef hat in der Zwischenzeit von Linda Blair Besitz ergriffen und spricht durch sie. Ich hab auf euch gewartet. Scheinbar war so eine gewisse Exorzistenquote generell in Linda Blairs Vertrag enthalten und sie lacht währenddessen wie Linda aus Tanz der Teufel. Und auch wie sie vorher so beim Fenster steht und sich dann demonstrativ umdreht und das sagt, erinnert mich ein kleines bisschen an Tanz der Teufel, außerdem Linda. Und ja, jetzt glaubt, ich sauge mir diese Tanz der Teufel-Vergleiche aus den Fingern. Ein Alternativtitel von Witchcraft ist Evil Dead 4. Ja,
Der kommende Film mit Bruce Campbell, der hoffentlich tatsächlich irgendwann einmal produziert wird, wird nicht Evil Dead 4, sondern gleich Evil Dead 5, weil wir natürlich dieses Hexenverbrennungsspektakel auf einer Insel mit Hildegard Knef und Linda Blair nicht vergessen dürfen in der Continuity. Was für eine Schande das doch wäre! Hoff und Leslie flüchten jetzt aus dem Haus. In der Zwischenzeit schlagen alle Türen. Es bebt das Haus. Also der Kameramann wackelt ein bisschen mehr herum. Es werden Sachen durch die Gegend geworfen. Aber trotzdem natürlich kann die Hexe nicht mehr dafür sorgen, dass die beiden aus dem Haus entkommen können, weil sie alle ihre Türen- und Fensterverschließfähigkeiten vielleicht in der letzten Szene schon verbraucht hat. Pff, keine Ahnung, macht mehr Sinn als alles andere. Und Hoff kommt dann aber drauf, dass sie den Jungen vergessen haben. Der ist noch im Haus und natürlich, so wie es jeder machen würde, der mit diesem Kerl nicht verwandt ist und ihn seit wahrscheinlich einem Tag kennt, zischt er wieder in das Haus zurück, begibt sich selbst in Lebensgefahr, will das Kind retten, steht vor ihm und wird dann plötzlich von hinten mit einem Kerzenständer erstochen und von ihm durchbohrt. Obwohl offensichtlich niemand hinter ihm steht. Dass die Frau in Schwarz die Fähigkeit hat, im unsichtbaren Zustand irgendwelche Kerzenständer durch Körper von Leuten zu rammen, hat der Film, finde ich, bis jetzt auch eher so suboptimal erklärt. Leslie geht übrigens auch in das Haus hinein, um dann wieder nach Hoff zu suchen, wird aber von Linda Blair gestellt, die dann im großen Finale, das übrigens wieder in demselben Gang spielt wie die Anfangsszene des Films, würgt Linda Blair das Kind, dem fällt der Kassettenspieler nach unten, der zufälligerweise genau auf den richtigen Knopf fällt, um dann die Ich liebe dich, keine Ahnung mehr, wie sie heißt, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, loopt und sie wird durch die Kraft der Liebe geheilt und springt aus dem Fenster. War das das wahre Ende von der Anfangssequenz? Und außerdem, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie reagiere ich allergisch auf Horrorfilme, deren große Auflösung, großer Höhepunkt ist, dass der böse Dämon durch die Liebe der guten Hauptdarsteller wieder bekehrt und von seinen bösen Wegen abkommen kann. Blödsinn! The Hoff kommt während der Szene übrigens nur ganz kurz zurück, um dann offensichtlich in dem Gang endgültig zu sterben, war wirklich ganz wichtig. Linda Blair kommt ins Krankenhaus und erfährt dann dort, dass sie schwanger ist. Und die Szene ist auch wirklich großartig, weil sie liegt quasi in der Aufnahme ungefähr im Bett, bekommt das von der Schwester mit und dann, nachdem sie es erfahren hat, dreht sie sich um, schaut theatralisch in die Kamera, das Bild friert ein und der Abspann läuft. Original Ende des Films. Kein Schwachsinn, den ich mir ausgedacht habe. Ein Regisseur hat die Szene tatsächlich so gedreht und nachher auch sich tatsächlich gedacht, rapp, das passt so, damit sind wir zufrieden, damit beenden wir diesen Film. Witchcraft mit David Hasselhoff, Linda Blair und Hildegard Knef ist ein wahnsinnig langweiliger Film, wenn man es eigentlich so direkt sagen muss. Es passiert über weite Strecken relativ wenig. Den Charakteren mangelt es an irgendwelchen wirklich interessanten Charakteristiken, sodass man mit ihnen mitfiebern oder sich ansatzweise für ihr Schicksal interessieren könnte. Der Film geht teilweise extrem ins Cartoonhafte durch die Überzeichnung der Charaktere, durch das Overacting einiger Schauspieler, aber was Witchcraft für mich ganz besonders auszeichnet, ist, wie schlecht einige Szenen montiert und vor allem geschnitten sind. Einige Szenenübergänge, einige Aufnahmen machen überhaupt keinen Sinn und sorgen dafür, dass man sich kurzzeitig nicht einmal ansatzweise auskennen kann, was in dem Film in Wirklichkeit passiert. Das sorgt dann aber wiederum dafür, dass der Film zumindest ein kleines bisschen Goofiness und Trash-Faktor aufbauen kann und vor allem in seinen Hexen- und Todesszenen irgendwie für Unterhaltung sorgt und zumindest ein Trash-Publikum unterhalten kann. Es ist ein interessanter Film, vor allem wegen seiner Star-Power, und es ist ein Film, den man sich zumindest, wenn man nicht vorhat, ihn wahnsinnig ernst zu nehmen und sich ansatzweise dabei zu fürchten, durchaus anschauen kann. Man muss nur, finde ich, einfach mit den richtigen Erwartungen an den Film herangehen.